Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bachelor-Knollzert. Sorry dafür. Ich freue mich sehr, heute 60 Minuten, also wir spielen ein Set für Sie. Wir spielen für Sie eine Stunde meine Musik und vielleicht noch eine Zugabe, die nicht von mir ist, je nachdem, wie es Ihnen gefällt. Genau, ich sage auch ein bisschen was zur Musik. Ich habe mir viel Gedanken über die Musik gemacht, aber wenig Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt sage. Aber da müssen Sie jetzt mit mir durch. Also fange ich einfach an mit dem, was passiert. Es gibt auch auf Ihren Plätzen, findet sich so ein Zettel, wo die ganze Geschichte abgedruckt ist. Das hätten Sie lesen können, als das Licht noch an war. Wenn nicht, können Sie das auch nach dem Konzert noch lesen oder recherchieren. Die Geschichte ist schön, es lohnt sich, das mal anzuschauen. Muss aber nicht sein. Ich werde nämlich auch zu jedem Satz kurz was sagen, was ungefähr passiert. Im ersten Satz befinden wir uns in dem Segensreich und da sind alle glücklich miteinander. Da leben die Götter und die Elben. Die Elben kennen Sie auch von Herr der Ringe oder vom Hobbit. Und es ist eigentlich alles total schön. Wissenschaft und Kunst ist in der Blüte. Und es gibt zwei Bäume, die leuchten mal abwechselnd. Silbern und Gold ist total schön und es ist alles perfekt. Und es gibt einen Elben, das ist der schönste und mächtigste von allen, heißt Feanor. Der fand diese Bäume so toll, dass er die in drei Edelsteine eingefasst hat. Das sind die Silmaril. Und die sind wahnsinnig schön und jeder will die irgendwie haben. Unter anderem auch der Böse, also der Böseste aller Bösen. Falls Sie Sauron kennen, sein Chef ist Melkor und das ist dieser Böse. Der ist also wahnsinnig böse. Und der stiehlt diese Silmaril und tötet die Bäume und den Vater von Feanor. Ja, es ist ein... Der ist böse. Der ist wirklich böse. Und das wird man auch bestimmt im ersten Satz hören. Nachdem der abgehauen ist, der flieht dann nach Mittelerde, das kennen Sie auch aus Herr der Ringe, wo das alles stattfindet. Der flieht dann und danach sind die Elben noch böser, als Melkor überhaupt schon ist, auf Melkor, weil er diese Silmaril geklaut hat. Und schwören böse Rache und folgen ihm nach Mittelerde, um die Silmaril wieder zu beschaffen. Das ist quasi die Situation, in der diese Geschichte passiert, von Beren und Lúthien. Genau, und diese Vorgeschichte werden Sie jetzt erstmal hören. Viel Spaß! Thank you.
Dankeschön. Ich glaube, man hat gehört, dass die böse waren. Wir haben uns größte Mühe gegeben, böse zu spielen. Jetzt wird es ein bisschen versöhnlicher. Wir befinden uns jetzt in Mittelerde, wo Melkor hingeflohen ist und die Elben ihm nach, weil die so böse sind auf Melkor. Und da gibt es einen schönen Wald und in diesem Wald gibt es auch eine schöne Elbin, die lebt in diesem Elbenkönigreich und ja, die ist wahnsinnig toll. Und es gibt Beren, das ist ein Mensch, also sie unsterblich und wahnsinnig mächtig und er ist ein Mensch. Ja, und er hat sich aber irgendwie wahnsinnig verschossen in sie. Und sie flieht aber erstmal von ihm, weil sie irgendwie erstmal so denkt, wer ist das überhaupt? Gar keinen Bock auf den. Und über Ecken funktioniert es dann irgendwie doch und sie sehen sich dann so ein paar Mal im Wald. Sie singt und er wandert und irgendwie verstehen sie sich dann doch irgendwann ganz gut. Und daraufhin verlieben sie sich dann letztendlich doch. Das wird man im letzten Akkord hoffentlich auch hören. Bye.
kurzes Stimmungsbild. Glaubt ihr, sie haben sich verliebt? Ja, natürlich, es endet auf Dura, natürlich haben sie sich verliebt. Völlig klar. Jetzt haben wir aber ein großes Problem, weil die beiden sind jetzt unsterblich ineinander verliebt, die wollen heiraten, aber die Geschichte spielt 6000 Jahre vor Herr der Ringe. Das heißt, da gab es noch andere Sachen, die einfach passiert sind. Das heißt, der Typ musste den Vater irgendwie um Erlaubnis bitten. Das Problem dabei ist, der Vater von Lúthien, dieser wahnsinnig mächtigen Elbenprinzessin, ist ein König. Und dieser König will natürlich nicht, dass seine tolle Tochter mit einem komischen, einfachen Menschen irgendwie abhängt. Und jetzt kommen wir wieder zur Anfangsgeschichte zurück, und zwar zu diesem Silmaril, die Melkor mitgenommen hat. Der trägt jetzt in so einer Krone, und der Vater von Lúthien sagt jetzt, okay, hol mir einen von diesen Silmaril, dann darfst du meine Tochter heiraten. Und das ist natürlich total unmöglich, weil sie wissen, Melkor ist wahnsinnig böse und wahnsinnig mächtig. Also eigentlich eine Aufgabe, die zwingend zum Tod führt. Das wird in diesem Satz beschrieben. Also wir befinden uns zuerst im mächtigen Menegoroth. So heißt auch dieser Satz, dass das Elbenkönigreich, die Hauptstadt davon. Thingol ist ein Arsch und sagt, also der Vater, und sagt, du musst mir diese Silmaril besorgen. Und daraufhin sind Beren und Lúthien beide sehr traurig. Das ist dann quasi der zweite Teil. Und im dritten Teil machen sie sich trotzdem auf den Weg, wie das nun mal so ist mit der Liebe. Ja, ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Wenn nicht, können Sie es natürlich nachlesen, wenn das Licht wieder an ist. Thank you.
Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Satz. Da passiert noch mehr als im letzten Satz. Also wenn Sie jetzt den Programmtext gelesen haben, oder vorhin schon, haben Sie jetzt auf jeden Fall einen Vorteil. Ich versuche es aber trotzdem in meinen eigenen Worten kurz wiederzugeben. Die sind jetzt also gewandert und sind jetzt angekommen bei Melkor. Der hat natürlich eine riesen Festung, wie sich für so ein Bösegewicht gehört. Die ist riesig, die macht Angst und natürlich reicht das nicht aus. Da ist auch noch ein böser Wolf, der davor steht. Dieser Wolf wird heute performt von Erik Konerz. Applaus! Nachdem die dann aber gesagt haben, hey, hör mal zu, wir müssen dringend zu Melkor, wir müssen ihm was sagen, wir haben quasi eine Audienz bekommen, da machen sich auf dem Weg durch Angband diese böse Festung hindurch und stehen dann irgendwann vor Melkor. Das erkennen sie daran, dass es auf einmal laut und hoch ist. Das ist natürlich Melkor, weil der ist böse, der ist böse, genau. Luthien aber ist nicht nur mächtig und hübsch, sondern die ist auch, die kann auch zaubern, natürlich. Und die flieht dann herum und singt ein Lied und daraufhin schläft dann Melkor, der Böse, ein. Das heißt, Sie werden dann hören, wie nach und nach Erik immer weniger spielen wird. Dann irgendwann schläft Melkor. daraufhin ist dann Beren, der ist zwar nur ein Mensch, aber Menschen sind natürlich wahnsinnig mutig, geht dann dahin zu dieser Krone und bricht einen Silmaril raus mit seinem Messer. Das heißt, Aufgabe quasi schon mal bestanden. Sehr gut, jetzt müssen wir noch lebend raus. Das ist natürlich schwierig, weil Angband ist mächtig und böse, Melkor auch. Die wachen alle auf und die fliehen dann Hals über Kopf. Genau, die schaffen es auch aus der Festung raus, aber sie werden dann von Erik nochmal eingeholt. Und dieser böse Hund, ja, Erik verkörpert an dieser Stelle tatsächlich sogar zwei Leute. Einmal den Hund und Melkor, fällt mir gerade auf. Aber es macht Erik super. Dieser Hund beißt dann den Silmaril aus Berens Hand heraus. Und dieser Silmaril, weil er so viel Gutes in sich hat, versenkt aber dieses böse Tier. Und das flieht dann über alle Berge und frisst alles auf, was er findet. Aber durch diese Verletzung, also Beren fehlt die ganze Hand. Ich weiß nicht, ob es die linke oder die rechte war, das schaue ich nachher nochmal nach. Durch die verlorene Hand ist er leider vergiftet und stirbt an, genau, seinen Verletzungen. Das passiert ganz am Ende, also Bad End. Aber es gibt ja vielleicht noch einen fünften Teil von dem ganzen Bums. We'll be right back.
Beren ist tot, aber nicht ganz tot, weil bevor die Menschen richtig sterben, kommen sie erstmal in die Hallen von Mandos, so heißt auch der letzte Satz, was auch immer. Der wartet da auf quasi sein Schicksal, er steht dann quasi vor diesem Gott und der entscheidet dann über ihn. Aber vorher schafft es natürlich Luthien, weil die ist mächtig, schön und wahnsinnig toll und geht zu dem Herrn, der diese Entscheidung fällt und singt ihm ein Lied vor. Bei Tolkien hat alles immer mit Liedern zu tun, ist wunderschön. Auch die ganze Welt wurde erschaffen durch Lieder, das ist eine andere Geschichte. Können Sie auch alles nachlesen, steht leider nicht auf dem Zettel, hatte ich mir drauf gepasst. Auf jeden Fall singt sie ein wahnsinnig schönes Lied und daraufhin erbarmt sich dann doch Mandos und sagt, gut, nehm ihn wieder mit, ihr dürft nochmal ein Leben leben. Dafür muss sie aber ihre Unsterblichkeit aufgeben. Das heißt, sie ist die erste Elbin, die quasi an der Sterblichkeit stirbt. Aber glücklich zusammen mit Beren. Und genau, das ist, ja, lesen Sie es nochmal wirklich durch, ist wirklich schön, kann ich Ihnen empfehlen. Und auch traurig. Ja, das spielen wir jetzt erstmal. Thank you.
Dankeschön. Bevor die Zugabe kommt, muss ich natürlich noch Danke sagen. Und zuerst danke ich meinen Mitmusizierenden, weil ohne die ist es natürlich klar. Es ist einfach cool, dass ihr das einfach so macht, mit mir meine Musik ausprobiert, spielt und irgendwie so viel da reinlegt. Es ist viel individueller Klang, was diese Musik ausmacht, und das merkt man bei jedem von euch. Deswegen sage ich es jetzt der Reihe nach an. Wir fangen dort an bei Nick Boysen. Chris Höhn. Ludwig Sondergaard. Melli Streitmatter. Jetzt kommt ein ganz großes Dankeschön, weil eigentlich hätte Felix Konrad spielen sollen, der ist aber krank. Der hat die letzten zwei Tage mit sehr guter Laune geprobt und jetzt ist er leider krank geworden. Aber Ingo ist eingesprungen, einen besseren Ersatz hätte man nicht finden können. Danke dafür. Mathis Wroblewski. Und Erik Konerz. Und bei einem Bachelorabschluss muss man sich natürlich bei sehr, sehr vielen Leuten bedanken. Deswegen fange ich erstmal an mit der Hochschule, dass sie mich aufgenommen haben. Das, ja, alles drum und dran, die Räumlichkeiten,
Es gibt vieles dran auszusetzen, aber vieles ist auch einfach cool und einfach super. Also ich meine, das ist eine tolle Halle. Kann man nichts gegen sagen. Und schön, dass die voll ist. Ein Riesenapplaus von uns an euch. Ihr seid einfach alle. Wahnsinn. Dann möchte ich mich noch bedanken bei allen, die so mitstudiert haben. Ich fand es einfach immer sehr nett hier. Also danke an meine Freunde und an Familie und an alle, die hier heute auch da sind, dass man hier so schön studieren kann. Und das sind tolle Menschen in Hamburg. Das muss man auch mal sagen. Dann natürlich noch meine Eltern, die sitzen irgendwo vorne da rechts. Die sind natürlich auch ganz toll, ohne die würde es mich nicht geben. Und die haben mich sehr früh schon gefördert und wussten irgendwie immer, was richtig ist und standen überall dahinter, ob es mich hingibt. Das ist wie bei jedem. Das ist nicht wie bei jedem. Jetzt habe ich mich versprochen, scheiße. Vollversprechen, genau. Ihr habt mich einfach so weit gebracht, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Deswegen dafür, Dankeschön. Dann möchte ich mich natürlich noch bei meinen Prüfern bedanken, damit ich auch eine gute Note bekomme. Danke, Dan, dass du da bist. Und danke dir auch, Gabriel, dass du da bist. Es ist schön, mit dir oder mit euch beiden auch einfach Musik zu machen, mit euch auf der Bühne zu stehen. Ist einfach super geil. Gut, dass es euch gibt. Und natürlich auch Klaus. Klaus, du hast mich hier 4 Jahre unterrichtet. Und nicht nur einfach unterrichtet. Also ich fand es schon immer toll, aber dann nach dem 4. Jahr habe ich dann gemerkt, als auf einmal hieß, ich habe keine Verlängerung der Unterrichtszeit, also ich bin jetzt schon im 5. Jahr, ich habe keinen Unterricht mehr und das fehlt mir wirklich wahnsinnig. Also nicht nur der Unterricht, sondern einfach dich einmal pro Woche montags zu sehen und irgendwie zu quatschen über alles, über Trompete, über das Leben, über Musik, was auch immer. Du bist ein toller Mensch und schade, dass wir keinen Unterricht mehr machen können. Wenn du mal Zeit hast, melde dich. Und natürlich auch ein dickes, fettes Dankeschön an alle Leute, die ich vergessen habe. Danke dafür. Jetzt spielen wir noch ein Stück, was nicht von mir geschrieben ist. Das heißt Blueberry Hill. Ist geschrieben von Vincent Rose. Und es gibt eine für Blechbläser bekannte Version von Lester Bowie davon. Die spielen wir jetzt und dann ist Feierabend. Thank you.